Servus und herzlich willkommen bei Zimmerstory. Ihr glaubt nicht, wo wir sind. Ihr glaubt es nicht. Hier war das, ne? Ja. Ich muss jetzt schnell rein. Letztlich nicht. So, wir befinden uns wieder auf der Fleischfabrik. Wir müssen aber schnell mal weg von der Straße. Das Wetter ist auch mega scheiße. Ich versuche so viel wie möglich zu filmen, weil hier war bis jetzt ja immer Tara, muss ich ja leider sagen. So, wir checken jetzt mal eben schnell die Außensachen ab und hoffen einfach nur, dass wir nicht erwischt werden. Wir sind drauf, Leute. Das erste Mal. Wie oft haben wir es versucht? Ich weiß es nicht. Also hier wollte wohl schon jemand mal weglaufen und hat es nicht geschafft. So, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Da haben sie wohl gespielt. Wir müssen auf Geräusche achten, ne? Wie sieht das denn hier aus? Alter. Immer mehr Gefühl, ne? Boah. Und wir müssen aufs Dach achten. Die hat's auch gebrannt. Die haben sie auch Feuer. Die hat's auch gebrannt, da oben. Alter, was haben die hier getrieben, ey? Keine Ahnung. Alter, wie sieht das hier aus? Die müssen wir echt aufpassen. Nur auf Scherben. Alter. Also ich glaube, hier im Film die Feinde ganz egal, was anderes. Das ist richtig. Ich mache hier mal. Das geht hier richtig ab. So, ihr Lieben, wir befinden uns jetzt in der Halle. Und quasi, hier sind wir die LKWs früher längst gefahren. Hier waren damals 15.000 bis 18.000 Schweine und so geschlachtet wurden. Ja, im ganzen Jahr insgesamt waren es über 800.000. Die Anlage, die wir gemacht haben, war pro Monat. Diese ganze Anlage war 135 Jahre in Betrieb, bis das ganze Insolvenz angemeldet worden ist und ja, pleite gegangen ist. Es wurde noch ein Nachkommen gefunden, aber der hat irgendwie nicht weitergemacht. Was danach gewesen ist, weiß keiner. Ja, er wollte hier noch wieder was machen, aber es ist nie dazu gekommen. Und seitdem steht diese ganze Fleischfabrik völlig leer und ihr glaubt es nicht. Also so ein Vandalismus, ich meine, ich habe schon vieles gesehen. Ja, wirklich schon vieles, aber hier sind sind hier so kleine ferngesteuerte Autos, also die müssen diesen Platz richtig nutzen. Steht hier zwar überall Schilder mit Kameras, aber Kameras findet man hier gar nicht. Guckt euch das an. Ey, ihr merkt, ich bin sprachlos, ne? Ich versuche jetzt einfach so viel für euch aufzunehmen, weil wir sind jetzt das erste Mal raufgekommen. Ich dachte schon, ehrlich, damals die Kinderklinik wäre schlimmer, aber das ist ja noch, das betrifft ja noch mehr. Deswegen versuchen wir jetzt einfach so viel wie möglich zu filmen, weil wir sind das erste Mal hier drauf. Das erste Mal hat es nicht geklappt, das zweite Mal hat es nicht geklappt.
Was? Kein Polizist. Was denn? Ja, privaten Leuten, die kommen auch noch. Moin! Oder seid ihr Kripo? Ja, nein. Wir sind Kripo, also hier mal. Was treibt ihr? Wollt ihr auch ein Video drehen? Ja, ein bisschen für YouTube. Lost Places. Ja. Sanders 2, was macht ihr? So, ihr Lieben, alles gut gelaufen. Wir haben jetzt hier eine Rollen gefunden. Ich schätze mal, damit wurde das Fleisch drin verpackt. Ihr seht, da sind noch sehr viele. Ja. Ja, die zwei, die gerade uns entgegenkamen, die wir gedacht haben, was sind das für welche? Eigentlich ganz cool, die machen Musik, haben sie uns gerade erzählt, haben uns ein bisschen unterhalten. So, wir sind jetzt an der Außenanlage da, wo auch die LKWs immer rangefahren sind und das Fleisch dann sozusagen abgeholt haben. Ja, wie gesagt, wenn natürlich wir Leute treffen, die nett und freundlich sind und auch auf ein geiles Projekt auf so ein Lost Place machen wollen, dann ist das für uns auch voll in Ordnung, ja. Ne? Man hat erstmal ein bisschen Angst, ist klar. So nett unterhalten auf jeden Fall. Was war das? So eine Rampe, wie du damals runtergefallen bist. Ja, genau. Die Rampe bin ich mal runtergefallen, nicht hier auf der anderen Seite. Aber hier ist es mal passiert. Ja, aber auch alles Müll hier. Also so einen Saustall habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das ist Wahnsinn. Oh, guck mal, das sieht aber freundlich aus, wie so ein Blumenpop da hinten, wo noch Blumen rauswankeln. So, wir wollen aber von drin noch was sehen. Hier ist noch ein alter Ordner mit irgendwelchem Papierkram. So, hier liegt alles rum. Wenn man überlegt, dass wir mal hier nachts reingegangen sind. Das Problem ist, wir haben gerade erfahren, dass hier wohl immer Highlife ist. Dass man hier wirklich selten alleine ist. Also, es wird spannend hier auf diesem Objekt. Echt spannend. Nicht unsere. Das sind nicht unsere Fußabdrücke. Ich schätze mal, diese Dinger hier, das war die Kühllagerung, wo sie das Fleisch gekühlt haben. Von Ratten oder sowas. Also hier kommt man ins Schwitzen. Hier kommt man richtig ins Schwitzen. Also hier können wir nur drauf raus.
Also überall sind Notausgänge, das ist schon mal sehr, sehr gut. Das erinnert mich schon an Fleischfabrik dieses Jahr. Komm, hier meine Sachen drauf. Nee, da gehen wir nicht durch. Das ist... Schritt. Wie das aussieht alles hier. Also hier gibt es nur Gang zu Gang zu Gang zu Gang. Also hier eine Tür, da eine Tür, da eine Tür. Ey, das seht ihr sogar noch. Da kann man nicht ausschieben. Also mittlerweile sind wir hier, wo wir im Dunkeln waren. Und wir müssen hier feststellen, dass hier ganz viele Klamotten liegen, Kinderspielzeug. Das war ja nicht alles in der Fleischfabrik. Also vermuten wir mal, dass wirklich hier Leute gehaust haben, Flüchtlinge vielleicht. Wir wissen das nicht ganz genau. Aber wenn man das sieht, was hier alles ist, das ist nicht normal. Was macht hier Kinderspielzeug? Guckt euch das mal an von Bibi Born. Die Badewanne ist hier sogar. Die ist hier zu finden. Also wundert euch nicht, hinter uns, das sind keine Randale, mit denen haben wir gesprochen. Die suchen einen Ort für Musik machen. Ist nur noch schlecht, jetzt die Geräusche. Weil wir sind eigentlich eher die, die machen jetzt Krach, nicht, dass die uns verraten hier. Ja. Hier ist auch noch ein Gang, hier ist auch noch mal ein. Boah, Mensch. So nicht arbeiten. Hier auch wieder. Als wenn hier Weihnachten stattgefunden hat. Ja, Geschenkpapier. Ja. Schleifenband. Kurios, hier stimmt irgendwas nicht. Als wenn hier wirklich welche gehaust haben. Also wir kapieren hier gerade nichts. Wir vermuten, dass hier wirklich Menschen, also Familien wohnen. Hier ist eine Kerze, Becher. Die haben sich das versucht, ein bisschen schön zu machen mit so einem Tisch. Und dann steht hier auch noch Spende. Pfandspende. Ich schätze mal, die haben das hier hingestellt. Hier sind auch Stühle, ein Teppich. Ich weiß nicht, was hier los ist. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Vandalismus ist klar. Aber dass hier Leute wohnen mit Kindern. Was ist hier los? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich habe das Gefühl, umso mehr Lost Place zu sehen, umso trauriger wird die Geschichte. Weil eigentlich wollten wir nur berichten, dass das hier mal eine Fleischfabrik ist und wie viel Fleisch hier über den Tisch gegangen ist und so weiter und so fort. Und jetzt erfinden wir wirklich Geschenke. Also wir müssen hier Weihnachten gefeiert haben. Das ist echt nicht normal. Ja. Wie kann man hier mit den Kindern hausen? Ich verstehe das nicht. Das ist echt nicht normal. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Was ist das? Aufkleber. Ja, eine ganze Rolle mit Aufkleber. Ich schätze mal, das waren so die Nummern, wie das dann draufgeklebt worden ist. Aber das ist Wahnsinn hier. Hier stinkt es aber. Riechst du das nicht? Hier sind irgendwelche Chemie-Scheiße. Siehst du den Raum nicht wie... Da liegt ein Kanister. Ja, hier stimmt irgendwas nicht. Guck dir die Scheiben an. Hier ist irgendwas drin. Komm hier raus. Das sind Chemie... Boah, das geht nicht. Pfui. Guck dir mal die Scheiben an. Boah. So, hier schätze ich mal, war so eine Art Büroraum oder Papierkram, weil da ist alles voller, also wir kommen da jetzt nicht rein, aber da unten sind alles Zettelchen und so eine Anmeldung
Außerdem hier kann man sehen, dass es Biofleisch war, dieser Aufkleber Biofleisch. Das steht noch so eine ganz alte Maschine. Oh, ich muss erfassen Scherben. Ja. Ja. Sehr verrostet schon. Da oben ist sogar eine alte Telefonbox. Also Telefonanschluss hatten sie hier. Haben sie bestimmt so viel telefoniert, es sind deswegen Insolvenz gekommen. Also es ist hier so mega groß. Und irgendwie zugleich, die Geschichte vorher war ja schon traurig, aber dass die Menschen auch hausen, macht das Ganze gerade nicht besser. So, wir befinden uns jetzt sozusagen in den Büroräumen, die ganz vorne sind, am Eingang auch. Über uns hat es tierisch gebrannt, vor ungefähr ein paar Monaten, also in der Sommerzeit. Ja, das heißt jetzt 4 Monate ungefähr. Genau, in der Sommerzeit ungefähr war das. Und irgendwie komme ich hier nicht klar heute. Ich bin ganz nervös und wuschelig. Ja, weil wir das erste Mal hier draußen sind und eigentlich wollte ich was von der Fleischfabrik erzählen. Und jetzt ist das hier einfach so mega traurig alles. Also der Vandalismus hört nicht auf. Na? Er hört mir wieder zu. Ich glaube, die bauen hier ganz schön Scheiße. Guckt euch das mal an hier. Die haben hier was gebaut. Ja, die haben mit einer geklauten Lampe von der Baustelle so ja. Die Strom gezockt und. Da Batterie und so. Krass. Also irgendwie fühle ich mich hier auch ganz unwohl. Wir gehen jetzt Raum für Raum, gehen wir hier gerade längs. Wie gesagt, es ist halt eine Fleischfabrik gewesen. Also sind hier viele Kühlkammern zu finden, Riesenräume von Büro und so weiter. Aber dass das hier so drin aussieht, hätte ich nicht. Übelst krass, was hier abgeht. Was hier abgegangen ist. Das Schlimmste ist, wir haben ja eben zwei getroffen, die erzählten wirklich, dass Familien hier wohnen, die obdachlos sind oder Junkies sind oder so weiter. Sie wohnen quasi auf dieses Gelände hier. Aber wir haben auch erfahren, dass es wohl wahrscheinlich so sein soll, dass das abgerissen werden soll. Ne? Ja. Ja, deswegen wollen hier alle nochmal sozusagen rauf. Du musst wirklich aufpassen, wo du hinläufst. Weil hier sind Löcher im Boden drin. Ja. So viel Müll und Dreck und. Hä? Der Lüfter geht noch. Das kann auch von außen her sein. da bewegt sich noch was. Seht ihr das da? Hui. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Ja. Das kann mir Luft sein. Krass. Schau mal hier. Ja. Vater, also, wenn du kein Licht dabei hast, dann. Ja. Und wir sind hier abends noch reingegangen, ne? Ja. Also ich sage immer wieder, wir gehen nur noch tagsüber da, die ganze halbe Wand abgebrochen. Ja, hat doch einer das Erdloch zu Ende gemacht. Guckt euch das mal an, wie lang diese Halle ist und alles nur, ich sag euch wirklich, nur komplett bis da hinten, die ganzen Hallen sind voller Müll und Gerümpel und ja. Ich habe noch was gefunden. Ich habe was gefunden. Ey, hier erinnert kaum noch was an der Fleischfabrik. Guck mal hier. Ja. Was ist hier los? Hier haben damals, wie viele Mitarbeiter haben hier gearbeitet? Das waren über 3000. Ja, irgendwie so um den Dreh. Also es waren nicht gerade wenige, die hier ihren Job verloren haben. Und das, also das kann man hier nicht wieder aufbauen. Also es steht eigentlich zum Verkauf, aber wenn ihr euch das mal anguckt, das ist doch schon nicht mehr schön. Also wie gesagt, das soll hier eigentlich nur noch abgerissen werden. Das haben wir jetzt so gerade mal eben nebenbei erfahren. Und wir waren wenigstens noch mal hier, wir haben es noch mal geschafft. Und wenn man ehrlich ist, das ist abrissreif. Ja. Weil es ist einfach zu gefährlich drin. Es ist heftig. Es ist einfach nur... Ich habe die Vermutung, dass diese Dinge hier dazu dienen, dass die Transporttiere durchgeschleust worden. Ja, durchgeschleust worden. Und wenn ich jetzt diese
gegenüber von meiner Kühlkammer. Ja, genau, da sind die Kühlkammern. Dass sie hier wahrscheinlich sogar vorher gewaschen wurden. Ja, ja, irgendwie so, ja, genau. Hinten dann zu den Kühlkammern. Die sind ja auch oben immer diese, siehst du das? Wie das gefahren worden ist. Dass die Schweine da raufgespießt worden sind auf Deutschland und dann rübergefahren sind oder so. Richtig. Schon eingewickelt. Nicht unbedingt. Na? Kann sein, muss nicht sein. Nee, weil hier vorne, also hier hinten ist ja nicht, wo die LKWs das abgeholt haben. Das ist auf dieser Seite. Ich denke mal, dass hier die Paletten wahrscheinlich auch gelagert wurden. Zum Abtransport. Ja, genau. Gehen wir gerade um eine Ecke, weil wir haben drin was gehört. Da sind wir gerade mal um eine Ecke gegangen. Und guck mal, ey, Lost Place unter Wasser. Hier gibt es anscheinend noch einen Keller. Sieht so aus, ne? Und wenn man das dann sieht, hey, ist egal, wir bauen uns jetzt ein Boot und dann nehmen wir den Paddel hier und dann schippern wir uns da durch. Hier, vielleicht nehmen wir das Teil hier. Alter Schwede. Oh, guckt euch das mal an. Die ganzen Garagen darunter. Da sind Garagen oder so, wo man runterfahren konnte. Das ist alles unter Wasser. Hier schwimmt regelrecht alles. Boah. Hier gibt es ja drin gar keine Keller zu gehen, hier gibt es eigentlich nur draußen. Ja, genau, du kommst von hier außen gar nicht rein, du musstest hier rein. Also wenn du drin einstürzt, platschst du im Wasser rein, genau, richtig. Aber hier schwimmt auch total viel, da ist noch ein Schreibtischstuhl, Spraydosen, Schuhe, hier schwimmt. Alles mögliche. Oh Scheiße, jetzt kommen sie von oben. Da kommen sie! Wir werden beobachtet. Seht ihr das? So Mist. Es ist heftig. Es ist so heftig. Ja. Nee, vielleicht kann ich ja hier mal in den Keller reingucken. Hier ist noch ein Fenster kaputtgeschlagen. Ist hier auch alles. Oh, da ist auch alles unter Wasser. Mach mal Licht. Mach mal Licht, Nils. Ja, oh, die ganzen Mülltüten schwimmen da. Nur Müll. Ist das räudig. Ist das räudig, ihr Lieben. Der ganze Keller steht unter Wasser. Das kann gar nicht mehr ablaufen. Hier war auch so ein Häuschen. Ich weiß nicht, für was das war. Jetzt bin ich aber gerade mal neugierig geworden. Hier sind sie auch schon mal längst gegangen. Das sieht man immer auf diese... Auf den Sitz. Was ist das? Mal hier ein Fahrradständer. Oh, auch total unter Wasser. Vorsichtig. Stromkasten. Keine Ahnung, was das ist. Stromkasten, ja, hier konnte man auch runtergehen. Da ist eine Treppe. Da ist eine Treppe, aber alles unter Wasser. So. Wow. Also hier gibt es ordentlich was zu entdecken. Das ist echt schon ehrlich. Ja, aber nicht mehr lange wahrscheinlich. Nee, nicht mehr lange. Guck mal, hier sieht man das immer. Seht ihr das? Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Ich sehe das. Hier ist immer Weg. Da sieht man immer, dass die Leute hier längs gehen. So, wir haben jetzt die ganzen Hallen mal so ein bisschen durchfuchselt. Also man kann sich ganz schnell verlaufen, weil echt so viel Müll ist. Du hast nachher überhaupt gar keinen Überblick mehr. Es ist einfach krass. Ich war noch nie so schockiert. Also klar, jedes Lost Place ist anders, muss man ganz ehrlich sagen. Dieses hier war speziell. Wir sind hier nie drauf gekommen. Hier ist immer Action. Hier ist immer was los. Ohne Shit, hier kommen so viele Leute her, aber auch Leute, die hier wirklich anscheinend leben. Und das ist das, was mich im Moment, ja, es macht mir voll Magenschmerzen, wenn ich überlege, dass Kleinkinder ihr Weihnachten hier feiern, ne? Es war hier, ja, das muss so gewesen sein, weil es waren Kinderspielsachen und die sind vielleicht irgendwann wieder geflüchtet. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, hier liegt so viel rum. Ja, siehst du, der Nils weint auch schon. Nein, das ist wirklich nicht schön. Auf jeden Fall, da hinten ist dann auch schon wieder eine andere Fabrik, aber die ist noch in Gebrauch. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ja, wir sind soweit hier durch. Wir waren mal drauf, das war unser Ziel, das mal einfach von innen zu gucken. Und dass es so krass ist, das hätten wir nicht gedacht. Versuch, ne? Ja, na, ich weiß es nicht, schon mehrere, ich habe nicht mehr gezählt, aber... Und deine Pöppel haben wir auch nicht mehr gefunden. Es ist, ja, meine Nippel haben wir auch nicht mehr gefunden. Meine Nippel sind verschwunden. Das war im Dunkeln weg und hat bestimmt jemand mitgenommen, hat sich gefreut, dass er jetzt Nippel hat. Also nicht diese Nippel, sondern meine Kameranippel. Ja, wir sagen erstmal tschüss. Danke, dass ihr reingeguckt habt und bis Danny.